Also ich bin der C-Boil-Entwickler und schaue, dass er halt das Wichtigste ist, dass man alle Fehler, die so in der P5P-Entwicklung passieren, eliminieren kann, weil die personellen Probleme lassen sich nicht eliminieren, weil wichtiger dann ist diese Bianes-Drostrup-Entwicklung wie bei C++, dass jeder, der was will, dann sagt man dann ja, damit man ihn nicht als Freund verliert. Und dann kommt die ganze Scheiße halt rein, die bei C++ passiert ist. Ist bei Bird 5 auch, nur das Problem ist halt, dass bei Bird 5 nichts reinkommt. Also seit 20 Jahren warten wir auf Objekte oder auf irgendwelche Features, Async, Threads und so. Sieht alles nichts. Deswegen haben wir dann in der Firma beschlossen, wir müssen das fixen. Vor allem um die ganzen Bugs, die nie gefixt werden, selber zu fixen. Und deswegen, jedes Jahr kommen dann ungefähr so 2000 Commits von P5P hinein. Die werden dann gemerged. Jedes für sich wird genau angeschaut. Gibt es immer zwei, drei Merge-Windows. Und dieses Jahr war es ein bisschen schwieriger. Also es dauert jetzt schon 2 Monate. Die letzten Jahre war es ein bisschen einfacher, aber dieses Jahr wird ein Katastrophenjahr. Das muss ich jetzt erklären, warum. Es gibt immer wieder so kleinere Enhancements, also Features heißt das dann. Das Schönste dieses Jahr ist Multiconcat. Das ist im Prinzip das gleiche wie MDRF oder Signature, auch vom gleichen Entwickler, vom Dave Mitchell. Es ist eine interne Optimierung, wie Strings zusammengefügt werden und wenn die Constants sind und Variable, die werden dann zusammengebaut in eine kleinere Struktur. Also das String-Handling und auch innerhalb von Strings die Variable-Expansion, also im Prinzip ist es wie ein Template, ein String, wo Konstante und Variable paart sind, sind jetzt intern optimiert. Die Schlimme ist nur, was ich gesehen habe, wie ich das gemerged habe, sie haben ja den Encoding-Support rausgetan, ich behalte aber Encoding-Support. Das war jetzt nicht so leicht wie bei den anderen Merges. Also man sollte ein bisschen aufpassen, ist aber nicht so schlimm, es kostet vielleicht 2 Tage. Das war jetzt zu viel. Ganz was Schönes, ganz einfach, man sieht hier da links die alte Syntax bei Regular Expressions. Dann kann man jetzt ASCII-Syntax verwenden, also sprechende, so wie Use English oder so für Warnings. Also was heißt das? Das ist ein Positive Look Ahead, das ist ein Negative Look Ahead, ein Look Behind und ein Look Behind und sowas. Also diese 5 sind jetzt experimentell, ist ganz okay, das heißt Alpha Assertions. Braucht man nicht oft, aber wenn man es braucht, ist besser, wenn man es so schreibt. Das Problem ist nur ab 5.28, das heißt, man kann es eh nicht in Production verwenden oder in Modulen, weil man müsste mal checken, welche Version man hat. Ne? Kommen wir zu den Fehlern, also das waren jetzt schon die Features. Fehler ist immer schön, wenn sie gefixt werden, also jetzt kommen jetzt die ganzen Bugfixes, das ist mal eine Riesenliste, da gibt's, jetzt muss man sich die Deltas anschauen, das sind bei P5P sind das ungefähr 10 bis 12 Deltas und bei mir sind es 3, weil ich mache nur so 3 Releases, so Zwischenreleases, Development Releases. Das Schönste ist das 0 Byte in Files. Früher war 0 ein Whitespace, weil irgendwer hat gemeint, das ist eine gute Idee, wenn man Binary lesen kann als Perl oder wenn man Perl als Binary irgendwie, also dass der Basis so gut, er kann auch 0. Das ist natürlich nicht so gut, wenn man an die Security denkt, vor allem jetzt seit 5.16, dem vorig schlechtesten Release, wo man dann auch 0 in Symbolnamen zugelassen hat und Subnamen und Packages und all dem. Und dann kommen dann die großen Security-Probleme, die keiner beachtet oder ignoriert. Also das heißt, das ist eine Consistency-Fix. Was man beachten sollte, ist, dass 0 immer noch intern verwendet wird als Q-Quote für, was ist das? Es gibt einen Switch am Anfang, einen Command-Line-Switch, in dem intern der Null-Delimiter verwendet wird, weil das für Filenamen gilt und für Filenamen ist 0 wirklich ungültig. Das ist schön, In-Place-Editing ist also ein größeres Feature. Das war immer ein Problem bei Windows und Cygwin vor allem. Das ist der E-Command-Line-Switch mit Extension oder ohne Extension und da hat es Race Conditions gegeben. Das hat der Tony Cook geschrieben, der wird sogar bezahlt dafür, das ist sehr gut. Das ist jetzt weniger, aber das ist auch nicht so schlecht. Das war das typische 2-Giga-Problem mit Upgrade auf Longs. Also von 32 auf 64 Bit. Haben sich auch bei Filesystems natürlich die Datentypen geändert und die werden jetzt auch unterstützt bei gewissen Filesystemen.
Also Einaut, wie man schon sieht, ist Linux. Also man kann jetzt auch auf größeren Servern Perl verwenden. So, das ist ein richtig großes Feature, das aber keiner verwendet, aber es ist viel Arbeit. Das sind State-Variablen. Man kann jetzt auch State-Variablen initialisieren. Ah ja, das ist ein bisschen schwer. Eine State-Variable ist eine Lexical-Variable, die wie so wie State in C funktioniert. Also es wird einmal initialisiert und dann bleibt es so block-persistent. Also es ist nur für den Block Lexical. Aber persistent Lexical-Variables gehen immer noch nicht. Und das Problem mit Constants und den ganzen anderen ist noch nicht gelöst. Versteht ihr mich da hinten? So, das ist auch wieder was Größeres. Das hilft mir vor allem, euch weniger, aber vielleicht. Es ist, Warnings All ist jetzt wirklich All. Also nicht wie in C, wo W All alle Warnings nicht heißt, weil W All heißt ein paar Warnings. Ne? Dann gibt es noch W Extra. Und, also alle Warnings sind ungefähr so 400-500. Das wäre schön, wenn man das mit W All hätte. Bei Perl war das Problem, dass Warnings All die alle Warnungen sind, die zu dem Zeitpunkt, wo man gesagt hat, use Warnings All. Also nur, man kann ja Warnings nachladen über Warnings Register. Und die haben dann ein neues Bit dazugefügt und dann wird immer das Bitflag gecheckt, aber das Bitflag ist nicht gecheckt worden. Also Warnings All hat nur den damaligen State repräsentiert, nicht den jetzigen State. Und ich habe ja Warnings umgeschrieben auf C, damit es ein bisschen schneller ist, weil Warnings ist eines der schlimmsten Module für Performance, Strict und Warnings und Config. Braucht ungefähr 70k und ist wahnsinnig langsam und Blödsinn, das sollte man eigentlich in C schreiben. Und wegen diesem Scheißproblem da hier, ich sage immer Scheiß, weil ich Deutscher bin, Entschuldigung, habe ich damals Warnings nicht mergen können. Also Warnings sind immer noch in Pure Perl und das ist jetzt schon vor 4 Jahren habe ich das geschrieben. Und jetzt kann ich mir überlegen, dass ich das endlich dann doch mache, wenn ich mit diesem Merge-Window da von diesen 528er fertig bin. Das ist was Esoterisches, werdet ihr nicht brauchen, aber es betrifft im Prinzip so einen Code. Das ist so ein bisschen wie Auto-Vivification. Das kommt das nächste große Thema, Auto-Vivification. Betrifft mehr XS-Writer. Also es ist kein Problem, wenn ihr nur 20% versteht von dem Ganzen. Es ist nicht, also von den Core-Entwicklern versteht es auch keiner. Ne? Es gibt praktisch keinen, der es versteht, außer mir dann. Aber das ist ganz okay. Also es gibt jetzt eine neue Magic für praktisch um Auto-Vivification zu preventen in so einem Fall. Das heißt dann NoLM, früher hat es DevLM geheißen. Das ist die Erklärung. Das ist im Prinzip, ich habe immer diesen Perl-Delta-Text gehabt, weil den lest ihr auch und ich erkläre es dann aber mündlicher zu in anderen Worten, hoffentlich dann doppelt halt vielleicht besser oder so. Also das betrifft hauptsächlich Shift und Unshift, wenn diese Arrays da hier rausgehen aus dem Ding und da braucht man einen speziellen Magic und der Magic ist immer ein Hook, der dann irgendwas ausführt beim Rein- und beim Rausgehen. Und dann gibt es jetzt noch ganz viele kleinere Bugs, aber jetzt nicht so viel. Also das ist die eigentliche Arbeit von den Porters, das ist super, dass die das machen, 2000 Commits und davon sind 80% so kleinere Bugs. Ne? Da muss man sich halt die Deltas durchschauen. Jetzt kommen dann die schlimmeren, das sind die Bugs, die nur ich gefixt habe und die nicht. Oder wo sie es probiert haben, aber dann falsch gemacht haben, also so eigene. Das ist eines der größeren. Das ist Auto-Vivification. Auto-Vivification ist ein Parser-Bug. Wenn man sich ein Hash-Element anschaut oder Sub-Elemente sich anschaut, dann springen die in Existence. Auf Deutsch. Also dann werden die dann erzeugt. Also wenn man sagt, existierst du es? Erst einmal sagt er nein. Wenn man es weiter fragt, ah doch. Weil wenn man es angeschaut hat, ist er schon da. Ne? Das ist natürlich ein Problem. Es gibt auch ein schönes Modul, No Auto-Vivification, der warnt dann da hier und jede normale Sprache interpretiert das als Bug. Neuerdings sagen sie dann, nee, das wollen wir nicht lösen, weil sie sagen, also eigentlich, sie können es nicht lösen, obwohl es eigentlich nicht so schwer ist. Ich habe dieses Problem auch gelöst. Das ist jetzt ein Feature. Aber zuerst gehen wir mal zur Consistency, weil das Problem ist, Hash-Slices. Es gibt Hash-Slices, das ist ungefähr diese Syntax, ist das gleiche wie diese Syntax. Man schreibt hier ein Array, das heißt, diese zwei A- und B-Elemente kann man so schreiben.
und das da hier. Und das sind jetzt die zwei Perls, also das ist das letzte Perl, das ist jetzt der C-Perl. Wie man sieht, Auto-Vivification in For-Loops erzeugt mir zwei Elemente. Wäre eigentlich leicht zu fixen, indem man statt einem undef einfach einen Placeholder in dieses Hash reintut. Also wenn das Symbol nachgefragt wird, exist, dann setzt man da kein undef rein, sondern Placeholder, dann würde hier 0 sein und dieses Ding würde so sein wie ein gelöschtes Element, also, oder wie Perl 6 das macht. Oder man schreibt den Parser um, aber das ist jetzt nicht so leicht. Und C-Perl ist das gleiche. Jetzt kommen dann die Bugs, die sind seit 2009 als To-Do-Item drinnen. Und jetzt habe ich es dann endlich gefixt. Was Sie gefixt haben ist, das ist jetzt eine typische Verschlimmbesserung. Also es gibt ein H-Slice und ein A-Slice, also ein Hash-Slice und ein R-Slice. Erzeugt entweder ein R oder ein Hash aus diesen Elementen. Und das ist jetzt die Hash-Slice-Variante. Der Bug war, dass ein Hash-Slice als Funktionsargument auto-vivified. Oder? Nee, Moment. Tut nicht auto-vivifyen. Und das, also das normale Hash tut nicht auto-vivifyen, ein Hash-Slice auto-vivified, weil da kommen die plötzlich rein. Und der Fix, den ich dann gemacht habe, dass dieses Hash-Slice dann nicht mehr auto-vivified ist, jetzt nicht so schwer zu machen. Aber was ich dann noch dazu gemacht habe, ich habe wieder eine neue Warnung erfunden. Es ist immer schlecht, wenn ich was erfinde und die das nicht erfinden. Aber wenn die das nicht schaffen, irgendwer muss es machen. Gibt es jetzt diese neue Warnung und meistens nehme ich die Warnungen dann von Perl 6, aber Perl 6 hat diese Fehler auch alle gefixt. Ne? Das heißt, Hash-Slices in Subs, in Sub-Argumente sind jetzt Copies und keine Aliases, technisch gesehen. Und das ist, was die doch gemacht haben, das ist nicht so schlecht. Delete kann jetzt auch plötzlich Hash-Slices deleten. Also man kann jetzt in einem Schwung solche Hash-Slices deleten. Ja? Ja. Seit 2009, was ich weiß. Also Auto-Vivification ist immer schon. Ne? Das war vom Larry schon. Ne? Von 2009 ist es ein To-Do, da hat jemand erkannt, das ist inkonsistent. Ne? Das Problem ist, es ist wichtiger, dass diese Sachen hier konsistent sind, also oder nehmen wir zwei, also A und B, wenn hier da Beistrich da stehen würde, ein Hash-Slice soll immer das abbilden, was es eigentlich logisch oder semantisch abbilden sollte. Ne? Man soll jetzt nicht auf die internen technischen Probleme schauen, ob es jetzt auto-vivified oder nicht, sondern es soll einmal in sich konsistent sein und dann in einem Schwung kann man es dann umstellen, wenn man die auto-vivification löst, dann kann man das auch für beide dann lösen. Ne? Aber es soll einmal in sich konsistent sein. Ne? Was sie jetzt gemacht haben, ist, dass sie diese Konsistenz gebrochen haben und gesagt haben, wir haben jetzt dann dieses, also das tut jetzt dann doch auto-vivifying. Das ist jetzt nicht so schwer. Okay. Also da muss man jetzt aufpassen. Es gibt auch einige Module, die sind aber alle nur vom Ricardo Signes, die diesen Bug als Feature betrachten. Da muss man, aber es ist halt nur Signes. Man muss halt bei 3, 4 Leuten muss man aufpassen, bei Modulen, die man verwendet. Na. So, jetzt wird es dann schlimm. Jetzt kommen die Security-Bugs. Seit 5.16 ist ja bekannt, das ist, wo ich mich angefangen habe aufzuregen, dass Symbole jetzt auch die Null beinhalten können. Also das betrifft vor allem Subnames und Package Names. Package Names sind ganz schlimm, weil die bilden sich auch auf Filesystem ab und dadurch kann man dann Shellcode oder irgendwas hinter einem Namen verstecken und keiner merkt es. Vor allem für Plugins. Und jetzt haben sie dann angefangen, dieses Feature, das sie da erfunden haben, das eigentlich ein Security-Issue ist, durchzuziehen, ohne dann aber auf die weiteren Security-Probleme zu kommen. Also, Sie haben jetzt gesagt, wir verwenden jetzt memk und nicht stringk, das heißt, suche ein Element in einem String und der String ist jetzt aber nicht mehr ein String-Buffer, sondern ein Mem-Buffer. Ist ja nicht schlecht, weil es ein bisschen schneller ist, man braucht nicht schauen, ist das nächste ein Null oder nicht, aber das Problem ist, man muss halt immer auf die Sicherheit schauen. Ne? Und jetzt haben sie dann eingeführt im Parser, jetzt zeige ich dann so ein paar Funktionen, was als funktioniert und nicht. Also in C-Perl gibt es nicht, weil da ist Null verboten, da gibt es sogar Runtime-Warnings, dann gibt es Strict Names und alle diese Sachen. Aber es betrifft jetzt euch. Also Stank Counts, also das ist jetzt plötzlich legal. Das ist gefährlich. Vorher hat es diese Warnung gegeben, jetzt gibt es so eine Warnung. Das ist einmal gar nicht so schlecht. Ich bin dann einfach alle Fälle durchgegangen und habe dann aufgelistet, was sie vergessen haben. Ne? Hallo. Das ist von hier. Okay. Nein, ich muss hier stehen. So, das ist jetzt schlimm. Intuit More. Das sind jetzt diese typischen Null-Bytes. Da.
die waren wenigstens, früher waren sie ja Whitespace, jetzt sind sie wenigstens Fehler, aber wenn man es trotzdem irgendwie so reinkriegt in ein Eval oder so. Bei Toke, also es geht jetzt immer ums 3-0s, das ist glaube ich ein Fehler. Ich habe jetzt, glaube ich, nur die Fehlerfälle, es waren glaube ich 8 oder 9 Fälle und davon haben sie die vergessen. Das ist glaube ich gut. Nein, das habe ich nur gefixt, das war nicht gut. Und das ist auch noch ein schlimmer Fehler, weil da ist es sogar noch als Vibespace. Also es ist total inkonsistent. Das ist in C-Perl aber alles gefixt. Es gibt ein paar Sachen, die habe ich nicht fixen können, aber das kommt dann. Ich glaube, es ist nur ein einziger. Das ist jetzt ganz schön. Da haben sie jetzt die typische 2G, also ich sag mal 64-Bit-Problematik. Ist ja noch nicht gelöst. Das habe ich, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren gemacht. Dass die viele Operationen nur auf 2 Gigabyte funktionieren, also nur auf 32-Bit-Integers und nicht auf, wenn man dann größere Sachen verwendet. Ist jetzt nicht so schlimm, aber wartet ewig, wenn man so ein riesen Ding erzeugt, also so einen großen String über 2 Giga, kann man schon 5 Minuten warten. Aber bei größeren Servern kommt man da schon auch richtig schöne Security-Probleme. Und das haben sie für SPRINTF, das ist die schönste, weil das ist SPRINTF ist immer die schönste Funktion, da gibt es ein Prozent N. Kann man ganz viel lesen im Internet über diese SPNF-Probleme. Da haben sie jetzt Int-Max erhöht auf Oolong. Das ist natürlich toll, weil der Stack das nicht kann. Also sogar Oolong Max 4 wäre viel zu groß. Das heißt, sie haben da Long-Long-Support eingebaut. Und das ist natürlich schön für Vis und Precision Fields. Das war früher auf Int-Max. Sie sagen wahrscheinlich, das ist eine Limitation, die Sie gefixt haben. Ich sage, das ist ein Security-Feature, das Sie eingebaut haben. Also diese Float-Stick, das ist die Anzahl der Stellen für eine Floats, war früher auf 1024, die ist jetzt, glaube ich, auf Oolong und solche Sachen. Also normalerweise liegt es zu einer Panik, weil es einfach so viel Speicher ist. Das geht nicht, weil man Pech hat, kommt man in einen Overwrap und dann hat man so einen richtig schönen Security-Bug. Aber auch, also ich finde auch DOS ist nicht so gut. Also man kann mit 4 oder 5 Zeichen kann man ein System schön DOSen, das habe ich glaube ich letztes Jahr erzählt. Mit so ganz kleinen Dingen. Also das sind Sachen, die ich habe fixen müssen für die. Also es gibt eine neue Limitation, too large floating point precision. Und was ist das? 16 ist glaube ich typisch, ja. 16 bis 18. Dann ein alter Bug, den ich eigentlich schon länger gefixt habe, aber ich weiß jetzt nicht. Ich habe ihn wieder neu fixen müssen, weil die das noch immer nicht kapiert haben, wie Use Locale auf Darwin funktioniert. Das Problem ist, die haben so einen Spezialvalue, das ist -1 und die behandeln das als Pointer und immer wenn man Destruction macht in Threads, dann crasht das ganze Ding. Und das Schöne ist, was sie dann machen bei solchen Fehlern, sie löschen einfach den Test Case. Dann, und ich tue halt lieber fixen das Ganze. Ne? Das kommen jetzt die Policies, jetzt ist es ganz schlimm. Ich habe mir das reserviert, diesen Yada Yada. Ist ja eigentlich was für optional, ne? Folgt nach. Und Sie haben aber das interpretiert vor ein paar Jährchen, glaube ich, noch unter Jesse Vincent, so um die 12er oder 14er Jahre herum, dass das heißt, not yet implemented. Also es wird irgendwann mal kommen, nicht das Argumente, optionale Argumente. Und ich habe aber diese Syntax für diese Variante. Also ich will nicht die ganzen Werte reinkopieren, ich brauche nur die Position am Stack für die Argumente. Also das erste Argument ist eine Liste oder irgendwas und dann kann ich das da hier aufrufen ohne das A oder ich kann da mehr Stuff reintun und das sind natürlich schnelle Calls und das Ganze ist doppelt so schnell. Also das ist die typische Lua-Syntax oder andere Sprachen haben das für dieses da hier und deswegen sollte das hier ein Term sein und nicht ein Statement und die haben das neue Statement und dann gibt es die dritte Variante als Ob. Das betrifft jetzt den Parser, aber das betrifft die Zukunft. Ne? Also sie hören immer noch nicht auf normales Reasoning. Das sind jetzt nur diese kleinen Fälle, aber das ist jetzt Policies, dann eine Policy, jemand hat beschlossen, dass 5.6 ancient ist, obwohl 5.6 immer noch relativ brauchbar ist und sogar immer noch die schnellste Version, die es gibt. Und manche verwenden es sogar noch in Production. Hat den Unicode-Bug nicht, hat den Hash-Bug nicht und andere Bugs nicht. Mivification ist jetzt ein Feature und nicht ein Bug mehr. Also ich versuche das immer noch zu fixen, aber dazu muss ich die ganze Namespace Handling, also Symbol Table. Also war Perl Symbol Table, das ist katastrophal implementiert, hat der Lehrer immer schon gewusst, aber die anderen ignorieren es dann. Es ist
ein Hash of Hashes of Hashes. Jeder Lookup macht immer nested, der Hash ist sowieso schon langsam. Normalerweise in einer normalen Sprache macht man das mit einem breiten Hash oder mit einer besseren Struktur und da würde das nicht funktionieren, nicht passieren, diese Fehler. So, das ist jetzt sehr interessant, ich verstehe nicht ganz, warum Sie das geändert haben. Sie haben jetzt gesagt, dieses Attribut da hier, das früher da war, also hinter der Signatur, muss jetzt vorne sein. Das ist jetzt, es gibt ja nur, zwei haben Sie gelöscht, ich weiß jetzt, was war das? Es gibt, glaube ich, Unique, Locked haben Sie gelöscht, Unique haben Sie, glaube ich, gelöscht, es gibt jetzt, glaube ich, nur mehr L-Value und noch eins, Method. Method ist, glaube ich, noch da. Ich verwende sogar Method, weil ich habe ja ein Method-Keyword, weil ich ja richtig Klassen habe und alles. Und ich verwende dann Attribute, die da hinten sind, als Type. Also wenn es ein Unknown-Attribut ist, wird es als Type interpretiert, weil ich nicht diese komische Bird-Syntax verwenden will. Also es sollte doch ein bisschen einfach sein. Also bei mir wird ein Int da hier, wird das als Type. Und wenn das unbekannt ist, dann gibt es einen Compile-Time-Error. Ach, dann kommen schon noch ein paar Enhancements. Schauen wir an. Close und Exec, wer weiß, was das ist? Das ist, glaube ich, nur für Linux. Das ist ein Socket-Flag, das man setzen kann. Das ist ganz praktisch. Sie haben das ganze Close und Exec-Handling verbessert. Das ist sogar was vom CFRAM, das er richtig gut gemacht hat. Also es ist ganz selten, dass gewisse Leute was gut machen, aber für diese Sachen. Und das hat er sogar in einem Branch gemacht. Also das war wunderbar. Normalerweise hauen jetzt alles in gleichen Master, damit man es nicht rauslöschen kann. Also wie ihr wisst, die Entwicklung in Perl schaut so aus, wenn jemand eine Idee hat, macht er das und setzt es dort hinein. Wenn jemand andere eine Idee hat, wird es nie passieren, weil man kein Commit ist. Also wenn man Commit ist, haut man es gleich im Master und dann der Maintainer hat sowieso keine Ahnung. Dann, ach super, ja toll, brav, Schulterklopfen. Und dieses Feature zum Beispiel ist jetzt gleich im Master reingemerged worden. Ist aber gut, ganz super. Yes war ein Spezialfall. Yes ist das da hier. Das ist das. Gegenteil von 0, also 1, wird interpretiert oder als String ausgegeben als 1, ist aber intern ein Yes, also ist viel schneller zum Checken. Und der Trick war, wenn man Yes war eine Methode für Missing Imports und Missing Unimports. Das ist jetzt weg, das ist jetzt, gibt es ein bisschen schnelleres Subaufrufe, also 0,1%. Typeclops, oh, das ist was Schönes, das ist richtig gut. Betrifft aber kaum, betrifft, glaube ich, nur mich. Typeclop ist eine globale, also ein Symbol. Man kann jetzt Subroutines auch, muss man jetzt nicht immer als Typeclop speichern, sondern man kann es intern besser speichern. Also man braucht nicht diesen super langsamen Type-Check, also Clop-Check oder sag mal Nested Hash Lookup mehr machen, wenn der Name statisch ist. Das ist auch sehr gut, da haben wir sogar schöne Fehler gefunden. Das war, glaube ich, was vom Jens, was List Utils, Any oder irgendwas oder Pairwise. Gewisse XS-Module mit Multicore, also mit optionalen Anzahl von Argumenten, haben den Stack kaputt gemacht. Und das ist natürlich schön, wenn man dann den Stack überschreiben kann. Man kann den Wert vom vorigen Aufruf überschreiben. Also richtig schlimme Security-Sachen. Das haben sie jetzt an Check reingebaut und ich habe es dann sogar so verbessern können, dass man sogar sieht, wer den Fehler gemacht hat. Also bei mir wird dann sogar ausgedruckt, welche XS-Funktion falsch implementiert ist. Das haben die noch nicht. Aber dann Sibel hat ja schon seit Jahren Unicode Safety, das heißt Identifiers sind identifiable. Und man kann jetzt nicht mehr mixen, in dem Fall Syriac und Latin zum Beispiel. Also Mixed Scripts ist ganz schlecht, weil ein A ausschaut wie ein A, aber nicht ein A ist, oder Kaffee und Kaffee, schaut gleich aus, ist aber nicht identifiable, wenn es was anderes ist. Und die haben jetzt so einen Regex-Checks eingebaut, ihr könnt jetzt optional einen String checken, ob dort jetzt Mixed Scripts drin sind, mit so einer lustigen Syntax. Es waren zwei Syntax im Gespräch, also die erste war, glaube ich, ein Plus, jetzt haben sie sich auf das Sternchen geeinigt. Das betrifft vor allem dieses D. Das sollte eigentlich nur auf ASCII sein und nicht auf Zyrillisch oder es gibt dann irgendwelche anderen. Oder Indisch oder schlimmer sind die adriatischen Sprachen, die ihr nicht so versteht. Aber Zyrillik, Krieg ist auch immer das Hauptproblem. Weil Zyrillik und Krieg schaut gleich aus, heißt aber was anderes, ist ein anderes Zeichen und dann ist es nicht mehr identifiable. Storable, ja, das war seit Jahren. Das ist eines der Hauptprobleme. Da kann man richtig schön auf den Stack schreiben. Man konstruiert sich ein Storable-Binary.
da gibt es auch schöne Exploits. Was war das Schönste? War, die haben diesen Blog, na, diesen Wiki von Perl5.org haben sie gehackt damit. War jetzt nicht so schwer, da gibt es ein schönes CVE vor 2 oder 3 Jahren. Das haben wir damals gefixt, aber P5P hat dann nie nachgezogen. Jetzt endlich haben sie dann Storable von mir übernommen. Das ist das erste Mal, dass sie was von mir übernommen haben. Das ist einmal schon mal sehr was Interessantes. Ja. Muss dazu sagen, ich habe einen Fehler drin. Also ich kann jetzt keine Restricted Keys. Ich weiß jetzt nicht, ob die das gefixt haben, weil ich bin noch nicht so weit beim Merchen. Das wäre schön, wenn sie das gemacht haben. Oh, okay. Das ist jetzt schlimm. Das ist jetzt eine Sache, die wir beide nicht haben fixen können. Also die haben es falsch gefixt und ich habe es dann gar nicht gefixt. Exit 0 in einem Unit-Check oder Check-Block sollte eigentlich das Programm verlassen und nicht den Block. Hat aber nur den Block verlassen, weil Exit einen speziellen Special Value hat. Hier den Exit-Code und die haben jetzt gesagt, den Exit-Code masken wir mit FF. Das ist eine gute Idee, weil in Linux ist das wirklich so. Da gibt es nur so einen bis 255 Exit-Code. In Windows ist es natürlich ein Problem, weil da ist der Exit-Code eine Short und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Haben sie, glaube ich, nie getestet oder den Test gelöscht. Das heißt, da ist jetzt ein Fix drin, der aber auf Windows nicht funktioniert und ich habe den Fix jetzt aber nicht drin. Also ich habe noch die alte Behavior Exit 0, Exit den Block und nicht das Programm. Das ist natürlich nicht schön. Ne? Das ist was ganz was Schönes. Wordwise String Search, jetzt auch für Unicode, also UTF-8. Früher haben sie immer nur byteweise geschaut und die glibc geht sogar auf SSE, also die können dann so 64 Byte große Strings vergleichen in einem Schwupp. Sie haben es jetzt zumindest auf wordwise, das ist schon mal was, also das sind glaube ich 4 bis 8 Charakter auf einmal. Ich habe das vor 2 Jahren schon gemacht, aber sogar mit SSE-Support und die haben es jetzt aber für UTF-8 nachgezogen. So, jetzt kommen die Enhancements, die nur in C-Perl sind. Das sind jetzt die Klassen, das habe ich aber schon letztes Jahr alles erklärt. Also es gibt jetzt Keywords, also im Prinzip ist es Perl 6. Man hat Class, Role, Method, Has, Fields. Die Mob-Syntax ist ein bisschen anders für Fields. Das heißt nicht Attributes, sondern Fields, weil ich immer noch das alte, weil ich immer noch auf dieses 5.8-Idee, wenn mir die gefällt, mit diesen, wie hat das geheißen? Habe ich jetzt vergessen. Wo man sagt, dass ein Field ist eigentlich ein Hashlookup, ne? Also ein magisches, ein AV, HV. Das habe ich jetzt aber nicht so implementiert. Also ein Field ist bei mir ein Lexical. Ne? Es ist jetzt nicht diese Katastrophe wie bei Moose, dass ein Field ein String ist und wo das nicht gecheckt wird zu Compile-Time. Sondern ein Field ist Lexical, ist eine Methode, so wie in Perl 6. Ist jetzt, man kann es jetzt als Hash in dieser Hash-Syntax verwenden, dann kriege ich diesen Field-Unknown-Check. Aber beim Lexical habe ich das Gleiche. Da habe ich nur, wenn ich das in einem Upper-Scope trotzdem das habe, dann könnte das verwirrend sein. Und dann die schlimmsten Sachen sind diese Disallowed-Keys. Eine Klasse ist einfach ein Restricted Stash. Also da habe ich auch ein bisschen rumbasteln müssen, funktioniert aber sehr schön. Also in Perl 5 wird man da ganz viele Probleme kriegen, weil die alle nicht Hash-safe sind. Das heißt, die Hashes können nicht read-only sein. Eine Klasse ist read-only. Man kann eine Klasse zwar erweitern, ist aber costly. Also Klassen sollten geschlossen sein, damit man Compile-Times-Optimization kann. Hat der Damien so beschlossen, der Lehrer hat dann gesagt, nee, machen wir nicht, machen wir später, machen wir nie vor 20 Jahren, also ist es noch immer nicht, nicht mal in Perl 6. In C-Perl ist es wenigstens drin. Dann gibt es dann 2 neue Strict-Checks, Hash-Pairs und Names. Typische Fehler ist das da hier. In Perl 6 wäre die Fehlermeldung so. Bei mir ist jetzt nur eine Zeile, weil diese Schönheit habe ich nicht. Betrifft aber sehr viel Production-Code. Also das ist jetzt, wenn man strikt hat, ist das Standard. Also da sind 3 oder 4 ZIPA-Module betroffen, die so arbeiten. Op. Schauen wir mal, kommt da noch was? Ne? So, da. Ah, der geht dann da. Der prellt. Nehmen wir das da hier. Hash-Pairs heißt dann, dass bei Map dürfen nur Pairs sein. Also auch wenn das regulär ausschaut und das strikt, ist es nicht mehr regulär, weil es ist non-strikt. Also es funktioniert ohne strikt oder wenn man sagt no strikt hash pairs. Das heißt, man kann Hashe nur füllen als Pärchen, nicht als Einzelelemente. Das betrifft NetDNS, glaube ich, das ist ein holländisches Modul. Und was er machen würde, wäre 2301 oder also 0123 und das ist noch schöner.
das ist gleich das, das. Das sind drei Elemente, nicht nur eins, sondern drei. Das ist natürlich dann schwuppt das Ganze durcheinander. Schau mal, habe ich das am Fall. Das ist nämlich der typische Anfängerfehler. Na, da ist ein bisschen Erklärung dabei. Schauen wir mal. 1, 2, 3. Das sind auch 3, ist der Fall mit 3. Das ist die Warnung und intern würde es dann, glaube ich, so ausschauen. Also da muss man jetzt nachrechnen, was der macht. 1, 2, 3, also 0 wird zu dem, 1 wird zu dem, 2 wird zu dem, 3 wird zu dem. Das ist dann dieses Hash und irgendwo gibt es dann einen Konflikt. Das sind jetzt 3 Keys statt 4. Also da gibt es jetzt eine, das ist, glaube ich, sogar eine Compile-Time-Warnung. Der typische Fix, das sind so die typischen Ether- und Cygnus-Module. Die machen immer so Assignment mit der hier und das kann ab und zu ungerade Zahlen, ungerade Sachen zurückgeben oder nicht. Der typische Fix wäre immer da hier, das in ein Array zu geben und nicht in einen Hash und dann das Array dem Hash zuzuweisen. Das heißt, dann würde ich dann die Error hier kriegen und nicht in eine Map, weil das Map mir zu gefährlich ist. Das ist eine Kleinigkeitsstudy. Habe ich einmal reserviert für Hashes, Code und Arrays. Der optimiert dann Hashes um, das macht er schon. Also interne bessere Repräsentation, aber auch für Arrays ist nicht so schlecht. Also da tut er ein bisschen rumlöschen und so, macht es richtig kleiner. Bei Code und Regex und Arrays denke ich noch dran, wie ich das intern optimieren kann. Das sind costly Optimizations, die Perl 6 zur Runtime macht und dann immer so mitführt und die kosten dann aber ein bisschen. Und bei mir kann man es mit Study machen. Das war die eigentliche Idee vom Lehrer mal, dass man, wenn man glaubt, das wäre jetzt optimierbar, dann verwendet man vorher ein bisschen was und in der Loop wird dann nicht mehr rumgecheckt. Der BOM war, glaube ich, kaputt. Ich habe es dann... wisst ihr, was der BOM ist? Der BOM sind so 2-3 Zeichen am Anfang eines Files. Es gibt dann noch ein paar verrückte Zeichen, die unterstützt werden, aber da habe ich dann das dann... Perl 6 hat sich entschieden, die Dokumentation zu fixen, das heißt, die haben jetzt das dokumentiert, wie der Bug funktioniert und ich habe dann dokumentiert, wie es funktioniert. Also ich habe einfach die Implementation gefixt. Das war jetzt nicht so schwer, ne? Das sind diese drei BOMs. Das ist schön, das ist ein Sicherheitsfeature, das betrifft vor allem den Gabor mit seinem Editor oder Editoren, die Code laden und dann Perl-Kritik machen und so. Und das Problem sind Begin-Blocks und Begin-Blocks machen unsichere Sachen. Also da kann man jetzt Delete-File machen, ne? Oder irgendwelche File-System-Semantics in einem Begin-Block. Perl ist ja unglaublich dynamisch und CS heißt jetzt Check-Block. Also man kann auch in einem Check-Block Code ausführen, alles was der Compiler macht oder im Check ist normaler Executable Code und da baut man einfach Safety-Checks rein. Im Prinzip ist das gleiche wie das da hier. Also es gibt so ein Ops-Modul, das restriktet gewisse Sachen. Browse, Load, Print. Das ist, glaube ich, technisch die Lösung, aber im Prinzip ist es das Löschen von Files zu verhindern oder Directories zu erzeugen oder solche Sachen. Die sind dann verboten im Checkblock. Okay. Dann Identifiers bin ich nochmal durchgegangen, da waren noch ein paar Probleme. Stringified Names, genau, das ist Strict Names. Compile-Time war CPL schon strikt und jetzt kommen die Runtime-Fixes dazu, das sind jetzt die Refs. Wenn man jetzt sich ungültige Strings in Symbols erzeugen will, dann, das wäre ein Illegal Unicode, da gibt es jetzt eine Warnung. Das ist jetzt ein Runtime-Error. Nicht in Perl 5, nur in CPL. Oder solche Sachen. Ne? Dieses wird normalisiert zu diesem. Das ist ein Kaffeezeug, also ein E mit einem Apostroph oben. Bei diesem da hier, das ist jetzt ein Mischmasch mit irgendwelchen komischen Zeichen. Das sagt mir dann CPL, das ist Tamil gemischt mit Devanagari. Das darf man nicht. Ne? Ihr würdet jetzt keine Ahnung haben, das ist ja kein Binary-Junk. Ne? Aber zumindest wäre das jetzt dann ein Runtime-Error. Hallo, schon wieder nicht, ja? Ja, Zähne mache ich. Also im Prinzip, die Refs-Check sind jetzt dann auch zur Runtime. Na, davor hat er schon 5 überzogen. Ne? Strict Names, das wollte ich eigentlich schon seit 5.16 haben. Das war eines meiner Hauptargumente, warum jetzt Perl 5.16 eines der schlechtesten Release war, oder einer der schlimmsten. XS-Calls sind jetzt ein bisschen schneller. Das ist schön, weil Perl 5 gesagt hat, ADP 5.4 gesagt, das geht nicht. Das heißt, wenn man in XS
Aufruf macht, dann fällt das da raus. Das wird dann direkt in einem Schnellrun ausgeführt. Und wenn man ein, wie sagt man, useStrict macht, useStrict wird der intern aufgelöst im Begin, requireStrict, strictImport. Und dieser callImport ist eine Methode, weil man aber weiß, dass strict statisch ist, könnte man das als sub aufrufen. Also man könnte substatisch als Methoden statisch als subs aufrufen. Das habe ich schon mal gemacht und dann aber kaputt gemacht und jetzt habe ich es wieder gemacht. Also in diesem Fall, in diesem Fall fällt dieser ob auch noch raus. Also dann wird einfach nur das aufgerufen. Loops haben wir optimiert, das haben wir eigentlich schon länger gemacht. Diesmal hat sogar P5P das nachgezogen, nur dass sie das schlecht gemacht haben. Ich habe den Iter-Op direkt in den Log-Op geändert und die halt überspringen ihn. Also ist jetzt nicht so schwer, aber es ist nur eine Kleinigkeit. Das ist jetzt ein schwieriges Problem. Das ist ein API-Problem in Perl. Das Problem ist Shaped Arrays, Perl 6. Man gibt an, wie groß das Array ist und man kann nicht drüber hinaus. 1 ist ungültig, weil nur der Nuller gültig wäre. Bei einer Größe von 1 gibt es nur den Index 0. Ne? Wir sind 0-based, nicht 1-based. Sollte ein Error werfen, wirft aber nicht, weil es in einem Block ist. In einem Block kann man sich nicht den Path anschauen. Das heißt, man hat keinen Zugriff auf Paths. Paths ist ein Lexical, das ist diese Variable hier, das A. Weil der liebe Herr, na sage ich jetzt nicht wer, da die Paths nicht auflöst im richtigen Scope, sondern er führt Fake Paths ein und da muss man jetzt schauen, dass man das richtige Path findet. Da habe ich jetzt ein richtiges Path eingeführt, das Real Path und nicht das Fake Path, damit man dann wirklich auch diesen Check zu Compile Time machen kann. Das war einer der Hauptgründe, warum bei mir ein bisschen wenig gegangen ist, weil das hat einen Monat gebraucht. Vor allem die Klassen sind jetzt nicht so gut, das ist eine Kleinigkeit. So rein statistisch ist 5.28 das Katastrophen-Release bis jetzt, also es ist ungefähr so wie 5.8.0 für 5.10.0 und 5.16.0, aber vielleicht sogar schlimmer, weil der Merge dauert jetzt schon 2 Monate, das sind jetzt diese 2000 Commits und da komme ich einfach nicht weiter, weil ich so viel zum Fixen habe und da muss ich doch wirklich, von der Reject-Rate bin ich auch schon doppelt oder dreifach. Das ist einfach, das sind 3 Leute, die man einfach, das wäre einfach viel einfacher, wenn die nicht direkt zum Master committen könnten. Oder wenn es da ordentliches Management geben würde, die den Code reviewen würden oder die irgendeine Ahnung hätte. Ne? Also das ist I.O.-Nonsense, habe ich das schon erklärt. Da hat irgendwer die funktionierende Lösung für Double Free in F-Closed, für Standard I.O.-Handles, hat er auf anderen I.O. umgesetzt, wo man eigentlich die alte Lösung mit Gensym super funktioniert. Jetzt ist das kaputt, aber das haben sie versteckt, indem sie den Testfall gelöscht haben. Also es betrifft aber nur glibc, weil nur glibc macht einen Crash auf Double Free. Das betrifft jetzt Daemons. Wenn ihr Daemons baut und Standard In löscht, also ihr sagt undef Standard In, dann macht Perl was Gutes, es duppt den File-Handle von 1 auf 4, nur der Name wird dann zum anderen I.O. und dann kommt er mit den Ref-Counts nicht zusammen und dann macht er ein Double Free. Das ist ein bisschen schlecht, das ist nicht so gut, das ist ziemlich schlecht. Hash-Function wieder kompletter Blödsinn, da hätten sie vielleicht ein bisschen testen können. Dann der eine Typ da hier, den habe ich nicht genannt, der hat es war super, dass er es gemacht hat, nur er hat es falsch gemacht. Das ist super. Base, noch mehr kaputt. Dann, was jetzt ganz schlimm ist, dann haben sie sich die 2 inkompetentesten Maintainers ausgesucht, die promotet, was ich eh schon letztes Jahr dann mal vorausgesagt habe. Man nimmt sich einfach die größten Ja-Sager, die keine Ahnung haben, die alle Module kaputt machen und macht sie dann zu Release-Managern. Das war's. Also für euch ein bisschen kritischer sein. Nicht so wie ich vielleicht, weil dann wird es ja auch gesilenced, aber was die machen, ist eine Katastrophe. Es gehört ein ordentliches Management in Perl 5. Und schuld ist die TPF, weil die P5P manage ich selbst, da kann man nichts machen. Aber man sollte mal auf Reformen drängen. Seit Jahren dränge ich Reformen. Macht ordentliches Management, macht das wie Perl 6. Macht Code Reviews, macht Branches, beobachtet eure Leute und werft die guten Leute nicht raus. Die guten Leute gehen alle von allein und kommen nie wieder, wenn sie mit sowas konfrontiert werden. Also wenn die sowas sehen, was da hier passiert, dann normalerweise sagt keiner was und geht einfach. Ne? Nur wir müssen leider damit arbeiten. Ne? Die zerstören unser Business. Fragen? Wie? Das ist der Mikrofon. Achso, ja, fürs Mikro.
Also es gibt dann im Detail, habe ich dann zu jedem Fall ein Ticket, kann man dann auf Cibel schauen. Da gibt es auch Discussions und solche Sachen. Ja, mach du mal, Lies. In Sachen von Überwachung, von Code-Changes, ja. Ist das Problem eigentlich nicht, dass es nicht genug Leute gibt, die überhaupt verstehen, was die Leute machen? Nein, das Problem ist Management, dass wenn jemand Kritik übt, dass das persönlich, also das ist unprofessionelle Entwicklung, der fühlt sich persönlich beleidigt, wenn ich dem Zefran sage, du kannst nicht solche Sachen machen, du kannst jetzt nicht den Parser verschlechtern oder solche Sachen machen, und dann fasst er das als persönliche Beleidigung auf und regt sich dann groß auf. Ne? Also unprofessionelles Handeln, das müsste der Manager dann einwirken. Wir haben zwar einen Community Manager, aber der kann jetzt nicht mit dem Typen reden. Und deswegen wird dann alles durchgelassen von dem. Ne? Das ist nicht so schwer. In einem normalen Projekt funktioniert sowas. Ne? Ja. Nur im Perl 5 funktioniert das nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Sache ist von Sachen durchlassen, ist einfach Sachen nicht zurücknehmen. Nein, es hat Edit Wars gegeben. Es gibt keine Leute, die Sachen lassen, die das durchlassen. Nein, es hat dieses Jahr hat es wirklich die größten Edit Wars seit Jahren gegeben, vor allem mit diesem Dump-Match. Da hat das Sawyer, nachdem es größeren Aufstand war, weil es wirklich eine absolute Katastrophe war, es hat auch noch bei den Close-Exec-Sachen und bei den Windows-Sachen hat es richtige Edit-Wars gegeben, wo der gesagt hat, da scheiße weg und wieder rein und wieder rein und wieder weg und Ding. Und der dann mit der meisten Power, das heißt der mit den Commit-Rechten, der gewinnt natürlich. Ne? Das ist dann der Zefran, ne? Oder der Vater, weil die machen ihre Sachen ohne die anderen zu fragen. Ne? Die halten sich nicht an die Regeln. Die Jungen, die guten Leute und die halten sich schon an die Regeln, aber sind dann frustriert. Ne? Einmal eine CVE, ja. Ich reiche jetzt keine CVEs, ich habe am Anfang ganz viele CVEs eingereicht, aber jetzt reiche ich keine mehr, ich fixe es einfach. Wäre das nicht gut, Es ist so viel Arbeit, es ist so viel Arbeit, den CVE zu machen, es ist viel einfacher, das zu fixen und dann einfach meine Kunden damit zufriedenzustellen. Und bei denen hilft ja nichts, weil die reagieren ja nicht, ne? Tun die nicht. Haben wir ja schon öfter gemacht. Ich rede auch mit den Security-Experten, die sagen auch, die sind beratungsresistent. Also es hilft nicht. Sie sagen, das ist ein Feature, das ist konsistent. Schau mir den Exploit. Dann kannst du dann im Assembler am Stack rumtun. Ne? Dann verbringst du dann 3-4 Monate, bis du dann so einen Stack-Exploit baust. Und du es lieber fixen. Ne? Oder die Hash-Sachen, die sind lächerlich. Ne? Inzwischen ist diese Zip-Hash oder diese Security-Theater ist schon in den Linux-Kernel durchgedrungen. Ne? Jetzt glauben die auch wirklich, dass sie dann über Security-Theater den Kernel secure kriegen, obwohl die eigentlichen Experten wie der Dan Bernstein das ordentlich gefixt haben. Ne? Aber denen wird jetzt nicht mehr geglaubt. Die Ruby-Leute sind noch resistent, die sind ganz gut. Python ist auch okay. Schlimmste sind eigentlich die Perl-Leute und die haben ein bisschen Einfluss auf den Kernel. Also jetzt geht schon in den Kernel rein. Im Netfilter und so Zeug. Der nächste wartet schon, weil wir haben schon alle überzogen.